Qu'est-ce que vous pensez de la crucifixion et la résurrection de Jésus, de sa mort et il est revenu à la vie après? Jésus, il est jamais mort. Il est jamais mort. Il est encore vivre. Et notre Seigneur, il a pris de siècles. Il est vu là-bas. Il va retourner à la fin du monde. Et lui, il va faire comme au paradis tout le monde. Et après 40 ans, le monde terminé. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est revenu à la vie? C'est la Qui? Question. Jésus, Isa. Isa. Il est mort. Il est mort. Ok. Bah, si je me souviens bien, il a été crucifié. Il est mort de cette crucification, si je me trompe pas. Il est revenu, c'est ça? Et donc la question c'était? Qu'est-ce que tu crois par rapport à ça? Ben. Il avait pris les péchés sur son dos, je pense, non, en faisant ça. Alors, pour nous, Jésus, il n'est pas mort. Voilà. Il est remonté dans le ciel. Et c'est quelqu'un qui a pris son apparence, qui a été crucifié. Voilà, pour nous les musulmans. Oh, das ist ein ganz besonderer Beweis von Gottes Liebe. Und ich bin so froh, dass ich eines Tages die Entscheidung dafür getroffen habe, diese Liebe anzunehmen. Gott wusste, dass das Minus, das wir haben, einfach zu groß ist. Niemand schafft es, die Waage ins Plus zu bringen. Und deswegen ist gerade der Messias gekommen. Deswegen hat Gott den Messias geschickt. Und der Messias hat gesagt, ich bezahle. Ich bezahle mit meinem Blut. Ich gebe mein Leben als Lösegeld. Und ihr sollt wissen, sagt er zu seinen Jüngern, niemand nimmt mein Leben, ich gebe es. Und als er dann verhaftet wurde von den Soldaten, dann hat er gesagt, nehmt mich, aber lasst die anderen gehen. Und seinen Jüngern hat er vorher erklärt, das ist der Plan. Das ist nicht ein Unfall, was jetzt hier passiert. Und so dauerte es auch nicht lange, die Gerichtsverhandlung wurde durchgezogen und er wurde rausgeführt aus der Stadt und außerhalb von der Stadt wurden ihm die Nägel durch die Handgelenke und Fußgelenke gejagt. Und so hing er dort. Und genau wie er vorausgesagt hatte, ist es genauso passiert. Und er starb dort. Und Gott hat aber trotzdem in dieser Zeit auch eine Bestätigung gegeben, dass dieser Plan von ihm war. Denn während er noch am Holz hing, verdunkelte sich die Sonne und die Erde bebte. Und er starb dann wirklich auch, wurde ins Grab gelegt. Und dann hat Gott nochmal eine Bestätigung gegeben, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. 3 Tage danach ist er von den Toten auferweckt. Und damit hat Gott gesagt, das ist der Plan. So kann man gerettet werden. Und als ich Ja gesagt habe dazu, da passierte was mit mir. Das war, wie wenn so eine Riesenlast von mir abgefallen ist. So ein Friede kam in mein Herz und so eine Freude. Ich gönne das jedem, das zu erleben.